Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie waren. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Die magische Anomalie auf Ard Skellig hat irgendwas mit Ciri zu tun. Zumindest denkt Yennefer das. Das ist meine Vermutung. Aber das kann ich erst mit Sicherheit sagen, wenn ich mich dort umgesehen habe. Ich habe die verdrehten, unnatürlichen Formen gesehen. Die Druiden konnten die Entstellung kaum aufhalten. Yennefer, wie könnte Ciri solch eine Katastrophe verursacht haben? Das würde ich auch gern wissen. Ich werde es herausfinden, sobald Moissac meine Nachforschungen nicht mehr behindert. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Ard Skellig meine Insel und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Ich frage mich, ob ich mit Moissac reden sollte. Überlasst das mir. Geht ihr nach eurer Cirilla suchen. Wenn ihr etwas zugestoßen wäre, hier auf Ard Skellig, unter meiner Aufsicht, dann würde ich mir das nie verzeihen. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die. Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher eine Nilfgaarde auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Riesen. Die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Ard Skellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er.
Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Wenn Hjalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Ardskellig ist. Ich mache mich reisefertig und komm dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Festkrach. Wir sehen uns später. Jo, Stufe 19 sind wir schon. Krass. Also triff ich Yennefer am Ort des magischen Kataklysmus. Und wieso darf die eigentlich immer so cool teleportieren? Und ich weiß, Geralt mag das nicht so gerne und so, aber ja. Ah, sieht das toll aus. Okay, Leute, dann machen wir das mal. Ich muss aber irgendwie mal noch einen Schmied aufsuchen oder so. Das wäre irgendwie günstig. Ob der so stark ist, wie er aussieht? Tja, man weiß es nicht. Willst du es ausprobieren? Ein Hexer, wie? Ja. Ein Hexer, wie? Ja. Ein Hexer, wie? Ja, ha. Ein Hexer, wie? Okay, mit dir reden macht nicht so viel Spaß. Oh, noch jemand, der seinen Namen nicht... Es ist wahr. Die Legenden lügen nicht. So gut, jo, muss mir erstmal jetzt hier ein bisschen zurechtfinden. Komm ich hier oben irgendwie weiter? Meine Ahnung, ist noch gut Action. Du bist so fröhlich ein Meerschwärmer. Muss Dona umbringen. Warum? Weshalb? Stimmt das Gerede über den Eis nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass er es verdient hat. Muss ihn umbringen. Das willst du. Später. Gut. Seine Frau bekomme ich auch. Seine Frau ist tot. Dann warte ich, bis er eine neue heiratet. Alter, mit dem muss ich reden. Ja? Irgendwie klingt der plötzlich ganz anders. Wie steht es auf Farö? Da ist alles wie immer. Es pisst wie aus Eimern und ist arschkalt. Ich sehe, du platzt fast vor Stolz. Wozu Scheiße mit Honig glasieren? Farö ist ein Fels, der mit Kiefern überwuchert ist. Aber mehr brauchen wir auch nicht. Kiefern kann man nicht essen. Aber man kann Langschiffe daraus bauen und sich dann an dem satt essen, was andere angebaut haben. Nachdem man ihre Frauen und ihr Gold genommen und ihre Häuser abgefackelt hat. So lebt der Clan der Dimun. Lebt wohl. Ach so, schade. Jetzt war er irgendwie sehr schnell wieder ausgenüchtert gewesen. Die Götter haben die Länder. Nun, was gibt es? Oh, das sieht nicht mehr so gut aus. Oh nö. Lebt wohl, Lugos. Wir gehen mal. Ist blass. Ah, hier ist ein Schmied, Leute. Hier ist ein Schmied irgendwo eingezeichnet. Freunde der Jarls, Retter gewöhnlicher Leute. Ha, hol dich der Teufel. Du! Ja. Letzte Nacht war. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Ich muss irgendwie darüber. Ah, hier ist ein Durchgang. Pass auf, wo du hintrittst! Ja. Das ist eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Schmelz die Klinge ein und schmiede sie nochmal. Ein Schwert soll scharf sein, nicht hübsch aussehen. Warum denn nicht? Achte auf deine Manier. Ja. Sei gegrüßt, weißer Wolf. Ich dachte mir, dass du kommen würdest. Ach was, ich wusste es. Ach ja? Hier in der Festung Kertrolde findet man die bestsortierte Waffenkammer von Skellige. Jeder weiß das. Das sehe ich mir gern selbst an. Nimm dir Zeit. Sieh dich gründlich um. Ich suche jemanden, der mir eine Brustplatte in Meisterqualität anfertigen kann.
Ich kenne keinen Meister, der kein Zwerg ist. Fergus vielleicht? Der sitzt irgendwo in Velen, so viel man weiß. Nicht ganz so, ne? Der konnte es doch auch nicht. Aber egal. Würdest du mir etwas anfertigen? Gut, Leute, dann gucken wir mal eben, ob wir irgendwas Neues, Sinnvolles hier bekommen. Nein. Die haben wir an. Na gut. Dann verkaufen wir unser Zeug, reparieren alles und machen weiter. Das bitte noch zerlegen. Wem? So, und dann noch schnell einbauen. Müssen die Schwerter geschärft werden? So, nein. So, das hier auch mal rein. Das hier auch. Und noch irgendwas Gutes. Machen wir das noch mit rein. Jo, okay. Kann weitergehen. Toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ein Hexer. Jo, Blödsinn, komm mal bitte. Aber wir können mal schauen, vielleicht können wir auch schnell Reise machen. Müssen wir nicht wieder den ganzen Weg zurücklaufen. So, schauen wir mal hier runter. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. So gut. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir schnell Reise hierher. Nehmen wir noch die ganzen Anschlagbretter mit und so. Und die Quests auf dem Weg. Bis wir bei Yen sind. Dann gucken wir mal. Wie gesagt, das war irgendwie ein kompletter Wald. Soll durch eine Explosion vernichtet worden sein. Noch ein Ausrufezeichen. The Bjork. Hallo Bjork. Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen. Du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. Na mal gucken, machen wir mal 290. Nehmen wir mal 280. Ganz schön teuer, aber das ist es wohl wert. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. Danke. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei, mein Wort drauf. Schön. Die Pläne gesehen? Seltsames Langschiff baut wieder. Und Ruhe ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Ja, warum nicht? So, machen wir einfach bam. Vollmar hat recht. So ist es gut. Hey! So, okay, Leute, weiter geht's. Dir blass ich das schneller Licht aus. Was geht denn bei euch her? Los. Hier ist noch irgendwas. Etwas für die Tochter? Hilfst du einer Mann in vom Festland vielleicht? Kommt drauf an. Was ist denn der komische Kauz? Heda! Zeig mir lieber, was du von den Inseln hast. Ja, ich wollte ja nichts machen.
Ich dachte schon, ich mich bitte jetzt bescheiden um Vergebung, aber meine Lage ist allzu misslich. Ich bin ein wandernder Jongleur aus dem besetzten Temerien und... Temerien? Sicher? Nicht Novigrad? Warum Novigrad? Ich komme aus Maribor und... Du bist für diese Arbeit nicht geeignet. Dein Gedächtnis ist zu schlecht. Wir haben uns schon getroffen, aber da warst du ein respektabler Kaufmann aus Novigrad, der unbedingt nach Hause wollte. Aber ich versichere dir... Na schön, du hast mich. Ich weiß, dass das schlecht aussieht, aber ich schwöre, dass ich es dir zurückzahle, Kumpel. Mit Zinsen. Nur bring mich bitte nicht zum Jarl. Dachtest du wirklich, du könntest mich zweimal reinlegen? Ich lass den Jarl entscheiden, was mit dir passiert. Hey. Zwing mich doch mit dir zu gehen. Los, versuch's. Mann. Wie der Typ sich dazwischen gestellt hat, großartig. Ganz schön unhöflich gewesen. Ja, komm her. Hör zu. So. Na, wirst du wohl. Okay. Vermutlich kein Schwächling, aber meine Münze sagt, er kann den Riesen nicht besiegen. Hör auf damit rumzuwedeln, sonst erschreckst du die Leute. Jo. Was jetzt? Nein! Alter! Was geht mit euch ab? Er ist allein! Ganz ruhig, Schwert einstecken. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Blitze, komm her. Blitze. Ah, die sind aber auch ganz schön. Ganz schön empfindlich, ey. Ganz ehrlich. Komm weg hier. Scheiße. Also melde ich doch nicht. So. Weiter geht's. Ich hoffe nur, dass die mich dann das nächste Mal nicht wieder angreifen. Wo willst du hin? Mitnehmen können. Jo, hier, das machen wir noch hier schnell, das Anschlagbrett. Oh, ziemlich lang keine Hexaufträge mehr gemacht. Na ja, doch ein bisschen in Novigrad, aber. Jo. Guck mal hier, ist auch schön. Toll. Beweg dich! Nee, da muss man auch mal ein bisschen schweigen. Einfach die Stimmung genießen. Und die Landschaft. Und die Musik. Die Natur. Bin ich jetzt vorbeigeritten? Hier wollen wir schnell hin. Immer noch einen Schnellreisepunkt mit. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ich mag's gelege. Hast du die langsamer. Guck mal, ist auch wie so eine Jahl-Halle. Los, lauf! Also da ich wirklich ein großer Fan von Vikings bin, also von der Serie, finde ich das ja total cool. Das ist wirklich schön hier. Stufe 20. Ja, wir lassen jetzt mal Stufe 20 sein. So, gleich sind wir bei Ihnen. Mach langsam. Juhu, ich sehe gerade, da ist ein Fragezeichen. Lass mal noch schnell wenigstens das Fragezeichen machen. Wenn ich das gerade mal sehe, nehmen wir das mal mit. Und der macht. Magie.
Ein Ort der Macht. Schön. Schön. Können wir mal eben gucken, Fähigkeitspunkte, ob wir da irgendwas... 3 Punkte müssen wir jetzt eigentlich schon wieder haben. Will ich das noch weiter erhöhen? Ich habe sogar wieder 1 Slot frei, sehe ich gerade. Ist hier irgendwas noch dabei, was uns was bringen könnte? Oh, die Musik, Leute. Nee, das ist alles nicht so pralle. Ja, ich glaube, ich mache das erstmal auf Stufe 5. Ja. Und als nächstes, wir müssen ja auch unbedingt hier mal wieder ein bisschen weiter skillen. Würde ich erstmal den starken Angriff erhöhen. Entweder das hier oder das hier. Schaden kriegt ja Treffer bei Stärkeangriff von 15%. Ich sag's immer erstmal das hier. So. Okay. Jetzt machen wir zu hier hin. Vielleicht, aber ich habe... Nomadischer Monster und Bestientöter. Die ist mir auch wichtig, das weißt du sehr gut, verdammt nochmal. Aber die Maske des Ouroboros ist kein Spielzeug. Hast du überhaupt eine Ahnung, was passieren kann, wenn du die Maske benutzt? Welche Konsequenz das haben könnte? Du wirst aber jemand ganz schön sauer. Auch nicht. Also keine Panik. Keine Panik auf der Titanic.